Geh doch mal zum Dings, ne? Hast du da schon Ölmelk-Box? Geh zu dem Time, zu dem Kevin, zu hey, dem... Hey, wow, 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 hier kommen ganz viele Ameisen. Hey, erstmal kämpfen, Leute. Ich war nirgendwo anders. Der Auftrag war vorhin, lasst uns den Ameisenhügel suchen. Ich bin losgegangen. Da liegen ja nur so diese Spinnlinger drin. Diese Süßigkeiten. Komm die ab. Was anderes mache ich nicht. Minzstücke. Hm. Okay. Haben wir's? Scheiße. Also ich warte auf euren Call, was wir machen. Ich auch, ich warte vor dem Ameisenhügel. Reap, was ist denn irgendwie bei der Kühlbox? Bin schon fertig mit der Kühlbox, das war's. Ja. Die Rohstoffe mitgenommen. Vielleicht ist hinter der Kühlbox was, das weiß ich nicht. Aber wir können rein. Okay, let's go. Mhm. Warte, ich will nicht vorgehen eigentlich. Meine Rüstung ist auch fast kaputt. Ich würde noch ganz gerne kurz so, mich voll machen. Und mein und ich sehe nichts mehr. Reparieren einmal. Hat immer noch eine Fackel übrig? Wofür braucht man denn mit einer Fackel? Wie baut man eine Fackel her? Saft, grobes Seil. Saft und Sprössling. Ich habe grobes Seil und trockenes Grasbrook habe ich. Ich brauche nur Saft und Sprössling. Saft habe ich einen. Komm her. Ach, du hast doch eine Fackel, hä? Die ist fast kaputt. Hier ist alles tot. Oh, das ist die Big Boy. Ameise. Oh, die hält schon ein bisschen mehr aus, ne? Hä? Wer hat die gerade gewonshottet? Ich. Na, hast du nicht. Doch, was war das? Kann ich mal klippen? Ich hab sie irgendwo hingeschossen, wo sie one-shot war. Ja, das Schwachstelle war wahrscheinlich. Ach, weil die Armbrust vielleicht Stoßdamage macht, ist sie vielleicht Giga-OP gegen die, Ich weiß es nicht. Schwachpunkt Auge und ich hab das extra Damage ausgerüstet. Aua, ja, danke Max, Digga. Ist vorgelaufen. Ja. Du hast ihn verraten, dass du ihn... Zweimal vorgelaufen. Zweimal in mich reingeschossen, ist das geisteskrank. Da kommen noch mehr. Oh Gott, hier sind ja ultra viele. Rückzug, Rückzug. Das sind 30 Stück. Können wir gewinnen, aber... Das sind die schwarzen Ameisen-Dinger. Hat jemand irgendwas zum Kämpfen, wo er nebenbei eine Fackel halten könnte? Nein. Warum habe ich jetzt Damage bekommen? Lass uns doch einfach hier oben hinstellen. Guck mal, hier ist ein riesiger Raum mit Licht. Geht doch einfach hier hoch, die kommen doch hinterher. Oder auch nicht? Doch, doch, wir kommen. Es sind ja nur noch zwei, hallo. Naja. Nein, da sind 30 Stück drin. Ja, aber wir dahin. Pullen zwei, hä? Ja, wir sollen ja, wir denn ja, jetzt hochgehen, wenn wir... Mein Spiel ist wieder vorgetan. Ich stehe da! Nein, du stehst da, du läufst links und rechts vor dir, das ist doch giga schwachsinnig. Guck dir den Clip an, das ist der Wahnsinn, wie du dir dein Leben gibst. Du hast jetzt bitte wiederbeleb mich. Das ist der Wahnsinn. Ich kann nicht. Du weißt, dass hinter dir Armbrustschützen sind, du schmeißt dich davor. Ab sofort ist hier drin Armbrustverbot, so. Ich habe keine Nahkampfwaffe. Armbrustverbot, ich gebe dir eine, komm. Ich hab immer einen extra dabei. Nehme ich nicht an. Oh, hier sind die Stängel, nehmt die mit, wenn ihr Fasern habt. Oh, hier sind ultra viele, ne? Hans Hüttenwirt, lass mich mal machen, ne? Wo ist Reapers? Ach. Ne, wo ist Reapers denn hin? Wo ist Reapers? Ich glaube, der hat wieder Probleme mit PC. Keine Heilung mehr, hab ich noch irgendwelche Verbände? Ne. Und was macht G-Time dahin? Der will nicht mitkämpfen. Ich warte hier, weil ich will nicht im Dunkeln da kämpfen. Ich will so eine Fackel aufstellen, so eine Fackel aufbauen. Kann man eigentlich mit Nahkampfwaffen auch aufs Auge zielen und dem extra Damage machen? Frage.
Kannst du die werfen, die Fackel? Was passiert, wenn du die wirfst? Digga, ich krieg viel Schaden, ich hab keine Verbände mehr. Die wieder one-shot. Ja, du one-shotest die manchmal krank. Ja, aber nur wenn ich von der Seite anschieße. Ich glaube, du musst wirklich das Auge treffen. Ich glaube, manchmal triffst du einfach das Auge nicht. Weil seitlich muss ich das Auge treffen. Von vorne kann ich sie treffen. Beide One-Shots waren seitlich. Ich probier mal. Oh, jetzt habe ich Cheetah in den Rücken geschossen. Ich weiß, was du meinst. Oh Gott, tot. Das ist nicht möglich. Das ist viel zu hardcore hier. Vor allem ohne Reapers. Wieso? Wir kriegen keine Verbände. Komm, wir kriegen gar nichts hin. Schaffst du das nicht von ihm hoch? Ich hab eine Mutation gerade gesammelt auf einem höheren Level. Also, ich bin full live durchgehend. Ich auch. Das Einzige, was mir Damage macht, ist, wenn Max mir in den Rücken schießt. Aua, wieso gibst du mir jetzt einen mit, wenn du wegrennst, G-Time, hä? Weil ich mich während des Schlagens umdrehe, wenn du vor mir bist. Dann dreh dich doch nicht um, wenn du schlägst, hä? Na doch, weil ich will ja weglaufen, um die Pflicht zu ziehen. Ja, mach aber mal, dass du seitlich gegen die kämpfst. Mach ich. Oh, da hier ist wieder einer. Oh, wieder gewonnen-shottet, hä? Wieder gewonnen-shottet, what? Ich will auch diese Waffe, die du hast. Die mach ich mir. One-shotted. Ich guck mal ganz kurz bei Status. Ich habe jetzt aber auch Ameisen-Mutation 2. Oder? Ja. So, meine Rüstung ist jetzt mittlerweile auf ein Viertel. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich dann auch sage, ich gehe. Warum? Deine Rüstung geht nicht kaputt komplett. Also sie geht komplett kaputt. Ja, aber da habe ich ja keine Defense mehr. Und nein, ich höre nicht auf dich, Rumatra. Jedes Mal, wenn ich auf euch höre, sterbe ich am Ende. Nee, nicht One-Shot. Nur seitlich das Auge, nur wenn ich seitlich... Ja, okay, guck mal, ich stell mich hin und tank das und du schießt den Kopf. Naja, die ist hinter mir für One-Shot. Von vorne kann man dir nicht in die Augen schießen. One-Shot. Nur so beid seitlich. Muss aber auch treffen. Schön, guck mal. Okay, ich pull die, ich pull ein, warte, ich pull ein. Okay, und du schießt ihm seitlich in den Kopf. Okay, nee, du bleib doch hinten, ne? Ach mein Gott, also du verstehst auch nicht, wie das funktioniert, ne? Doch, doch. Nee, nee, also wenn ich sag, ich pull ein, dann rennst du nicht mit deinem Pfeil und Bogen vor mich und greifst den Gegner an. Den kann ich aber one-shotten. Als kleiner Hinweis, es stand eben unten links in der Ecke irgendwie, die schwarzen Ameisen wollen euch loswerden. Punkt, Punkt, Punkt. Es muss komplett seitlich sein, nur von hier geht's. Oh, sie ist mir auf dem Akku auf mir. Zieh mal Akku auf dich. Mach ich. So. Daneben. Ach, du hast daneben geschossen, ich hab's gesehen. Der ist voll ins Auge, die ist nicht gestorben. Welcher Weg wäre jetzt der entspannteste zurück zur Basis? Hier lang? Also unten so, bup, bup, bup. Oder eher hier irgendwie so oben rum, so bup, 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 bup. Nice. Oh, sie wollte abhauen. Also arg viel können jetzt nicht mehr sein. Ich denke halt, okay, mach nochmal. Mach nochmal. Oh, mein Schild ist kaputt. Es ist nur der Hals. Es ist das Gehirn irgendwie. Ich weiß nicht, was es ist. Ich hab jetzt alles ums Auge einmal abgeschossen. Oh, dann ist eine Krampfameise. Die töten wir doch, dann gehen wir raus. One-shot mich doch, oder? Wenn wir die schieß töten, ihn, schieß die müssen wir töten. Oh, du machst übel den Damage. Ja, geil, das ist so geil. Das ist halt krass, dass wir die One-Shot können, das ist heftig. Luken, hast du zufällig noch Rüsselfleisch dabei? Wenn du Rüsselfleisch dabei hast, kann ja. Ich mein... Ja, rohes? Nee, doch nicht. Hatte ich eben abgelaufen. Ich hab noch rohes Rüsselfleisch. Oh, bist du noch oben? Nee, du bist ganz woanders, ne? Ich bin oben am Müll hier noch. Magst du es kurz nochmal runterkommen? Ich komm kurz hoch. Weil dann kann ich mein Schild reparieren und dann tank ich immer und Max schießt one-shottet sie von der Seite. Das ist krank. Warte, hier muss ich lang. Kannst du vielleicht da oben reintroppen? Guck mal, hier ist so ein Loch. Hier ist so ein Loch. Vielleicht kannst du es hier oben reinwerfen. Loch? Wir sind ganz schön tief drin, G-Time. Über mir. Du bist jetzt Sirene über mir. Ja, ja, aber da ist kein Loch gewesen bei mir. Hä? Da kommt doch Licht rein, oder nicht? Naja, scheiß drauf. Vielleicht ist das nur so ein Effekt, den die gemacht haben. Das kann sein. Wenn du gleich unten bist, siehst du, was ich meine.
Das wird nichts mehr. Nee, ich muss eh kein Damage machen. Ich muss nur tanken und Max schießt. Oh, aber ich will hier gar nicht sterben. Was, wenn wir wieder kommen? Guck mal, das Loch meine ich. Ich kann sowieso nichts machen. Meine Rüstung ist fast kaputt. Meine auch, Alter. Meine Rüstung ist rot. Und ich will nicht im Dunkeln zurückgehen, wenn meine Rüstung kaputt ist. Deswegen nehme ich jetzt den einen Viertel und laufe damit zurück. Wir rüsten uns auf und dann perfektionieren wir diese Taktik. Du tankst, ich one-shot von der Seite. Lass doch jetzt noch mal eine. Wir sind jetzt so weit drin, die sind alle wieder gespawnt, wenn wir hier wieder herkommen. Wir müssen durch alle wieder durch, wenn wir wieder herkommen, Max. Dann können wir nochmal Stuff farmen, oder? Ich habe Verbände. Willst du Verbände? Hier, ja, guck. Dann würde ich wieder nimm mal das hier, das macht dich voll und dann nimm mal das hier zweimal. So. Alles gedroppt hier. Das sind Verbände und Essen, mit dem du dich voll heilen kannst. Solange du Pfeile hast, können wir hier alles farmen. Pfeile habe ich noch 34. Perfekt. Aber du darfst nicht vorgehen. Bitte lass mich vorgehen. Die darf aber den allerersten Shot kann ich doch one-shotten. Ja, so, guck mal. Ist doch perfekt. Ist doch perfekt. Bevor sie Akku auf uns haben. Ist doch viel smarter, dass ich sie einmal kurz one-shotte. Wenn du das hinkriegst. Oh, was hier? Oh mein Gott. Hier ist ganz viel. Oh, hier ist Quarzscherbe und so ein Scheiß. Ich muss ein paar Sachen aus meinem Inventar droppen. Ich dachte, Inventar kann nicht voll sein. Jetzt schon, nachdem so lange Dings. Das sind Kieselchen, Alter. Die werfe ich direkt wieder raus. Ich gehe hier dem Licht entlang. Kommst du mit? Ja. Oh mein Gott, das ist hier. Emil, danke für 3 Monate. Sicher, dass es obenrum einfacher ist? Was war denn unten in der Höhle jetzt? Wissen wir doch nicht, wir sind noch drin. Aha. Ey, du bist echt raus. Komm doch her. Schieß ihn in den Kopf. So, demnächst auch noch. Ich tank ihn hier. Er muss dich angreifen, dann hat er seine Position fix. Ah. Der zählt nicht. Oh, wie cool, was geht hier? Sehr schön. Was trefft ihr da, um den zu killen? Schwarzes Ameisenhügel-Labor. Ja, Max kann ihn one-shotten. Max kann ihn one-shotten, guck mal. Womit? Mit der Armbrust, weil die Armbrust macht anscheinend Stoßschaden. Weil ich hab Stumpfschaden ganz viel gelevelt. Ja, das ist krass. Ja, krank, was ist hier? Wir haben ganz doll was gefunden. Oh, hier ist was Wichtiges. Spröderquarzit. Abbauen, Freunde. Mitnehmen. Aufsee, my bad. Passiert den Besten. Guck mal, hier oben ist auch was. Oh. Was denn? Hier, guck mal, einmal One-Shot bitte. Ich hab einen One-Shot bestellt. 2 One-Shots bestellt. Geht nicht. Ist nicht sein. Welche Gegner geben denn die Tier 3 Rüstung am Picknicktisch, die so einfach ist? Krank, wie viel Schaden die macht gegen Ameisen. Heftig, ne? Wo ist ein G? Ich bin weggegangen. Meine Rüstung war auf 1/4 Haltbarkeit und ich will nicht riskieren, dass sie kaputt geht. Aber warum denn? Das ist doch sogar gut, wenn die kaputt geht. Dann hast du mal. Alter, bist du da vorgelaufen. 2-mal. Du bist von rechts nach links und von links nach rechts. Dann hast du doch maximale. Egal. Nee, Rumatra, ist nicht gut. Ich erkläre dir das jetzt. Wenn ich das jetzt machen würde mit euch weiter, dann geht die auf 1/4 Haltbarkeit, also dann geht die von 1/4 auf ganz kaputt. Ja. Dann laufen wir im Dunkeln zurück, werden von irgendwas attackt, mich greift das an, ihr lauft einfach weiter, ich werde getötet und hab dann Pech gehabt. So lief das, so lief das die ganze Zeit gestern. Ja, genau. Aber da musst genau, du weil ich weiß, ja, weil ich weiß, dass die Abenteuer so mit euch funktionieren, tue ich nur noch die Dinge, wo ich weiß, ich gehe nicht drauf am Ende dabei. Ja, aber draufgehen ist doch nicht schlimm, Alter. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Komm mal hier hoch noch. Vielleicht ist hier oben noch was. Max, hier hoch. Hier hoch. Ja, da hoch, ja. Reapers hier hoch. Hey, hier ist noch was. Ja, jetzt beide Reapers. Spröder Quarzit. Oh, Spröder Quarzit. Guter Call. Das ist mächtig. Da ist noch einer. Alles aufsammeln, Leute. Alles aufsammeln, nichts bleibt übrig. Ja, wir brauchen Sprengstoff. Hier, Marmorscherbe, Leute! Leute! Zurück. Ab. Also hier geht's auf jeden Fall noch hoch. Das Problem ist, wenn wir gleich rausrennen müssen. Das ist echt kritisch. Oh, Spröder Marmor! Warum liegt denn da so viel Kiesel unter uns? Boah, ist das krass. Viel Marmor, oder? Wie viel Kiesel hier liegt.
Ja, das sind kein, Kiesel, oder? Chili-Hock-Happen? Ja, ja, das sind die, oh. Das sind Essen. Hier kommt die Mutter zum Füttern hin, Alter. Ja, nimm mit, Alter. Das Essen alles. Chili Hawk Happen? 50 Cent nimmt niemals frisch, mal lecker. Das ist ein frisches Hotdog. Wir haben unendlich Essen, Leute, hä? Das ist unendlich noch haltbar. Marmorscheiben und sowas, hier liegt alles. Das ist unendlich haltbar. Sie sind niemals frisch, aber immer lecker. Das ist aber auch nicht geil, oder? Das doch, natürlich. Was ist hier unten? Eine Lampe? Kannst du hier herleuchten? Was ist das? Schlag's doch auf. Du hast doch eine Machete. Nein, das geht nicht. Habe ich gerade schon. Also ich glaube, ihr seid gerade los, dass ihr nicht mehr davon mitnehmt. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin full. Ich nicht, ja, ja, ich schmeiß auch die ganze Zeit Sachen weg. Leute, wir haben nie wieder Essensprobleme. Hier liegen gerade 50 gedörrte Essensrationen quasi übrig. Weißt du? Ich nehme hier noch mehr mit. Wo, was, wie, was, wo liegt? Kann man die denn braten oder so? Nein, die kann man so essen, oder nicht? Ja, aber die sind scheiße. Die sind genauso scheiße wie deine Pilze einfach. Echt jetzt? Ess die doch mal. Ja, das sind Pilze vom Dinger. Ja, gut, stimmt. Die sind echt shit. Kann man da irgendwas mit machen? Ich will doch gar nichts. Wohin wollen wir? Das Stun ist. Ich glaube, es ist der Hinterkopf. Es sind nicht die Augen, es ist Hinterkopf. Ja, warum ist die dramatische Musik? Ich sehe sie gar nicht. Ja, ich würde jetzt hier auch rausgehen. Oder? Kommen wir denn hier raus, denn wieder? Na, weiß ich nicht. Das ist ja der größte Ameisenhügel, den es gibt, Mann. Haben wir genug Ameisen gelootet? Sind wir auf jeden Fall nicht fertig. Oh, hier geht's. Der Ausgang, ja. Ja, dann scheiß doch, dann raus. Warte mal. Oh! Das ist ein anderer Ausgang. Schwarzer Ameisenhügelabgang. Oh, wir sind im Sandkasten. Riesenameise! Mutterameise! Wo? Mutterameise. Da, du läufst voll drauf zu. Oh. Das ist keine Mutterameise. Als ob. Das ist eine Termite. Ameisen. Das ist eine Termite oder so. Wollen wir die töten? Lass mal abschießen. Ameisenlöwe. Was laberst du? So doll eine Ameise. Das ist keine Ameise, Bro. Ameisenlöwe, hä? So heißt der. Ja, aber keine Ahnung. Das ist keine Ameise. Das ist keine Ameise. Was wie in Star Wars. Alter, das hat mir eine Ameise reingebracht. Wolfsspinne, Wolfsspinne. Ja, es ist genau passiert, wie G-Time gesagt hat. Wir sterben alle. Tot. Ja, noch einer tot. Vielleicht kannst du mich noch hochholen. Wie kommt man denn in den Sandkasten? Warum ist hier ein Ameisenlöwe und eine Wolfsspinne? Ich hab's dagegen. Gegeneinander. Ja, ja, hol mich hoch. Das ist ja der Oberhammer. Wolfsspinne gegen Ameisenlöwe? Ja, das ist ja geil. Wer hat gewonnen? Oh, hoffentlich nicht die Wolfsspinne. Nein, die Wolfsspinne hat gewonnen. Die Wolfsspinne hat gewonnen. Noch eine dicke Spinne hinter dir. Ja, der Ameisenbär kann hier auf den Boden chargen. Er wirft mit Ameisen nach uns. Mann! Das ist over. Ich bin nur gerannt und trotzdem tot. Das ist over, Alter. Was passiert hier? Das ist so vorbei. Vielleicht krieg ich Lebst du noch? Oh. Ja, warte. Ich mir schnell das Perk rein, schneller wiederbeleben. Ruhe. Hier sind, ohne Witz, hier sind 7 Ameisenbären. Das ist kein Witz. Oder habe ich einen Grafikbug? Ich bin oben auf dem Hügel. Ja. Also ich glaube, ich bin hochholbar. Ich sehe den kompletten Kampf. Wolfsspinne gegen 3 Ameisenbären. Oh, die stunnen sie. Wie schnell ich pressen kann. Oh mein Gott, die stunnen sich gegenseitig. Was noch, ein Kampf. 7 Sekunden noch, dann bin ich tot. Ich hab dich. 5, 4. Ich hab schnell resen. Oh mein Gott, du bist der Allerbeste, den es gibt. Let's go. Weg, jetzt. Wolfsspinne ist tot. Die anderen sind nicht so schnell. Ich will die Wolfsspinne looten. Lass mich in Ruhe. Ich will die Wolfsspinne looten. Die Wolfsspinne hat verloren. Digga, was hier alles aus dem Boden gekracht kommt. Digga, das ist ja krank. Ich lass weg. Ich möchte hier nie wieder herkommen. Ich hab noch kurz den Wolfsspinnen-Loot genommen. Ich auch. Ich will hier auch sein, Alter. Die sind langsam. Die Dinger sind schlecht. Ich kann die kiten, ihr schießt sie ab oder so. Keine Pfeile. Ich hab nur noch ganz wenig Pfeile. Ich hab nur noch 20 Pfeile. Die sind tötbar. Wir können die töten. Keine Pfeile. Ich hab 60 Pfeile. Och, du Scheiße.
Dann geht einer von euch kiten und ich schieß, wenn ihr ja, keine Pfeile habt. Die kommen doch aus dem Boden, oder nicht? Ja und, dann schießen wir sie ab. Ja, okay. Ich geh. Guck mal. Die sind sogar buggt. Die sind einfach buggt, wir können die einfach töten. Ich scanne mal kurz. Oh! Ja, oh, die sind nicht buggt. Die sind schwach gegen Schlitzen. Ich schlitze mal ein bisschen. Schlitz die auf. Hä, hey, die vergraben sich. Oh! Ja, One-Shot. Oh mein Gott! Die vergraben sich und One-Shotten ein, Romatra, klasse. Vielleicht kannst du mich hochholen, Max. Max? Ja, ich mach. Okay. 20 kommen die hier Sekunden. Hoch? Nein, die kommen doch hier nicht auf das Ding hoch, oder? Oh Mann! Warum hab ich mit euch mitgemacht? Die sind da einfach hochgegangen. Ja, Max, ja! Das finde ich so geil, Alter. Er geht da hoch, lässt uns im Stich und wird dann. Warum nimmst du denn alle Pfeile mit? Ich chopp dich. Hier, 20 Pfeile liegen. 20 Pfeile liegen. Spinn's doch. Oh Mann, geh bitte weg. Gut machst du das, Max. Gut. Wir sind hinter dir. Keine Pfeile mehr. So weit weg waren wir. Keine Pfeile mehr. Ja, jetzt runterstoßen. Verpiss dich. Nein, nein, lass den oben. Ich bin sein Loot. Klammern. Wir haben ihn. Schön, sammeln ihn ein. Alter, hab ich Power gegamed. Wollen wir den in der Mitte noch töten, den großen? Ey, da ist der Loot ist weg. Ja. Wir haben schon. Nee, das rollt alles runter. Da rollt rein. Wo funktioniert das doch nicht, das Looten im Game? Max. Komm, wir gehen nochmal rein. Ich will nochmal rein. Reapers, kommst du nochmal rein? Ich bin weg, keine Pfeile mehr. Ich bin weg. Ja, gut. Reapers und ich, wir sind wahre. Meine Rüstung, ich sehe den Balken von meiner Rüstung nicht mal mehr. Ja, so spielt man nämlich. Ja. Trink was, sonst verdurstest du, steht bei mir. Zack, trinken. Boom. Oh, hat jemand noch Pfeile? Ja, hier liegen auch überall welche. Pfeile? Ameisenlöwe. Ja, also dieses Hochkommen und One-Shot ist echt assi, ne? Ich hab Quick Raises. Hast du gesehen, wie Quick Raises ich hab? Boom. Quick Rise von Call of Duty einfach. Oh, mach ich dem viel Schaden mit meinem Ding, ne? Ja, schon. Ja. Schnell und aber viel. Jetzt wird er mich wieder one-shotten. Dodgen. Hast du vielleicht auch Pfeile, Romatra? Ja. Oder meinen Bogen geschafft, ja. Tot. Fuck. Wichtig. Krass. Ich kann dir 20 Pfeile geben, komm mal her. Aber na, dann kann ich wieder ein bisschen mitkämpfen. Oh, ich kann sogar meine Waffe reparieren, weil ich das Spinnengift aufgesammelt habe von der Wolfsspinne. Krass, wir können hier für immer weiterkämpfen. Ich tank den Scheiß. Dann gib mir Pfeile und dann mach ich's. Pass auf. Warte. Ja, ich weiß. Nee, ich muss einfach nur blocken. Einfach nur blocken nach unten. Gut Damage machen wir der, ne? Na, zu dritt ist schon anders nochmal. Oh, jetzt habe ich einmal nicht geblockt rechtzeitig. Aber die ist tot fast, ne? Ich könnte töten. Junge, diese schnelle Reise ist halt auch keine krass, Pfeile. Ne? Klar. Vorsicht, dodgen nach unten. Ja, mich hey, direkt. Ja, hinter dir war der. Das ist doch schlecht, Alter. Oh, hier liegen Pfeile. Habt ihr die hier hingelegt? Ich droppe nochmal 20 Pfeile liegen. Brauche ich. Dann nehme ich noch 19. Hat jemand noch Essen dabei? Ah doch, ja. Ich habe die Oreo-Kekse. Ich snack einfach so einen Oreo-Keks. Ich habe 1000 Hotdogs. Ich habe 47 Hotdog-Stücke. Ah, ne, hatten wir noch Verbänder? Ich würde eigentlich gerne noch das Ding in der Mitte noch töten, dann würde ich auch das abhauen. Ding, was wir oben auf dem Rand getötet haben, Greifer ist der wichtigste Loot von denen, der ist den Abhang runtergerollt, den haben wir nicht gelootet. Den haben wir gelootet, der ist zerplatzt. Nein. Doch, lass mal den Ameisenlöwe in der Mitte töten hier jetzt, komm. Der ist zerplatzt und deswegen ist er runtergerollt, sein Hack. Einer von euch hatte Inventory full. Das bin ich. Das bin auch ich. Das sind wir alle ein bisschen. Ist der jetzt großartig anders zu den anderen? Ich glaube nicht. Der wirft doch. Ja, der gefällt einfach besseres Loot. Der heißt auch Ameisenlöwen und sieht genauso aus wie die anderen. Also. Hat er mehr Leben vielleicht? Ich kann auch nicht mehr lang mit meinem Bogen schießen. Ja, den kriegen wir noch tot. Ich würde sagen, den töten wir noch, gehen wir zurück erstmal. Wir können ja jetzt wieder zurückkommen immer. Wir können ja auch hier erkunden, oder? Jetzt ist doch alles tot hier. Bevor das respawnt. Bevor die Vogelspinne danach die Wolfsspinne kommt. Vier Pfeile noch. Ich habe halt gar kein Leben mehr, ne? Also ich bin von allem One-Shot jetzt. Und ich habe auch kein Essen mehr zum Heilen und keine Bandagen. Oh, mehr. Ja, das war's. Keine Pfeile mehr.
Oh. Was verteidigt der hier? Oh, hat ein Loch aufgemacht. Ach was. Ein Loch aufgemacht. Deswegen okay, aber, war der anders. Okay, cool. Aber da stopp. Hey, nicht rein. Da kommen wir mit G-Time wieder. Was ist da? Ja, ist egal. Das ist so mein Ameisen-Scheißwichser gekommen. Die kommen mit G-Time. Sind Pfeile, komm, ganz viele. Hallo. Hallo, Pfeile. Sack voller Pfeile. Das Ding ist, da unten ist noch ein. Ich würde, da ist so ein Milchmolar, den ich dann aufbauen würde, ja, aufsammeln würde. Oder? Ja, da ist ein goldener Ding. Den töten wir noch. Ja, den, ja, den müssen wir, den müssen wir den machen. Der ist auch stuck, also. Ja, der hat, ja, der hat viel weniger, der hat viel weniger Leben, ja, ja, als der andere. Hat das verteidigt. Junge, der Arme. Ich hab kein Mitleid. Ja, wie viele Pfeile stecken denn bitte in dem drin? Milchmolar, goldener Milchmolar. So, dann gehen wir zurück jetzt. Oh, mein Spiel ist wieder abgeschützt, Digga. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, oberster Quarzit. Tier 3 Quarzit. Oh, Maschallah, Tier 3 Quarzit. Sieht so aus, Alter, wirklich. Tier 3 merken. Warum trifft der die denn nicht? Komm schon! Jungs, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, ich geh zurück. Nein, ich glaub, ich kann das Spiel nicht mehr mitspielen. Das war nicht das, was Reapers gemeint hat, glaube ich. Alter. Wieso, was hast du? Das Spiel stürzt die ganze Zeit ab, ich krieg Blue Screens, das geht nicht. Das Spiel geht nicht bei mir. Okay, zum Glück haben wir die wenigstens jetzt weg, dass sie nicht mehr abfuckt. NCDXC hat den damals gestellt. Habt ihr den Milchmolar abgebaut? Ja, ne? Ja, haben wir. Ja, okay, das Max, ist over. Wie kommen wir hier runter? Wie kommen wir runter? Ich würde. Oberster Quarzit. Krass. Ein Sprung gehen. Wenn du runterspringst und ich hinterher springe, kann sein, dass ich sterbe, weil ich habe ganz wenig Leben. Ich habe auch nicht viel Leute. Die Rüsselkäferfarm funktioniert übrigens. Was? Ja. Geil. Da war schon der erste. Ihr habt jetzt nicht den Legostein abgecheckt und seid einfach weggegangen. Welchen Legostein? Ja, nee, ich würde zurückgehen, ich würde zurückgehen. Wenn ich von hier auf das Blatt springe, müsste ich das überleben. Junge Bro, wieso? Was denn? Reapers, wir brauchen dich kurz, um uns beide wiederzuholen, wenn du noch so ein Fliegeteil dabei hast. Was? Oh mein Gott, ich hab keinen Schaden. Wartet mal kurz, warte mal kurz, lass mich noch kurz diesen Sumpf hier, die Ecke abchecken. Bin da. Also, das ist ganz klein hier noch. Oh Martha, du hast doch keinen Schaden kassiert. Nein, nein, nicht abchecken. Noch, hier ist doch noch ein Forschungslabor. Das ist... Ja! Es ist lost gewesen, Jungs, sag ich. Wir müssen mit G-Time auch wiederkommen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir können doch G-Time. Hier ist doch nur eine ganz kleine Ecke mit einer Analysestation gewesen. Hier, jetzt habe ich das noch erkundet. Super. Weg, das war's. Mehr ist hier nicht. Ich will zur Base. Ich würde töten, um wieder zu kommen. Ich würde auch, ja, ja. Also, ich will jetzt auch ganz dringend zurück, Alter. Ich weiß nicht, wie du so viel Spaß dran haben kannst, da so derbe zu leiden. Ach, hier ist doch das Giftgebiet und so. Wie kommen wir denn hierher durch, Rumatra? Ich zieh meine Giftmaske an und renn jetzt. Dann ist hier so ein... Kacke, Kakteen gibt's ja auch noch. Ich mach einfach straight Luftlinie zu G-Time mache ich jetzt. Das ist straight dead. Saft ist echt wichtig für alles Mögliche, ne? Ja. Fackeln, Verbände, das ist bei uns, haben wir in der Base immer so viel und lass das mal liegen. Aber am Ende ist das ja ultra wichtig. Martha, komm, lass zu zweit. Ja, ich bin schon auf der anderen Seite. Wo bist du denn? Oh. Auf welcher anderen Seite? Na hier. Wir müssen eine Seilstation hierher bauen. Geht das? Boah, das ist, glaube ich, zu weit und zu teuer. Aber gerade wenn es teuer ist, können wir es doch deswegen machen, weißt du? Weil wir dann krass sind. Geht das, Gamer? Was denn? Eine Seilstation bis hier hinten zum Sandkasten. Das ist theoretisch, nur theoretisch möglich. Können wir easy machen, ja. Wir brauchen halt haufenweise Seide. Das ist das einzige Limit, was wir haben. Aber die kriegen wir eigentlich auch gut besorgt, oder? Ja, wir bauen uns einfach eine Station. Die kämpft ein Bombenkäfer mit Ameisen. Wir machen, es gibt auch hundertprozentig auch eine Spinnwebenfarm. Hundertprozentig. Wollen wir wetten? Ich glaube, das heißt nein.